Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem Gelände des VfB Rot-Weiß. Im westlichen Ringgebiet werden viele Probleme sichtbar, die gesamtstädtische Probleme sind. Hinter uns befindet sich das Wohnungslosenlager an der Horst. Für viele Menschen ein schrecklicher Endpunkt ihres sozialen Abstiegs. Niemand möchte in der Horst untergebracht werden. Auf Antrag der Linken hat der Rat bereits im Jahr 2012 beschlossen, dass wir diese Einrichtung eigentlich nicht weiterführen wollen, dass wir die Wohnungslosen dezentral unterbringen. Aber leider wurde dies von der Verwaltung nicht umgesetzt. Nur eine starke Linke kann davor sorgen, dass auch die Wohnungslosen endlich eine Perspektive haben in unserer Stadt. Die Wohnungsnot ist im westlichen Ringgebiet sichtbar. Wir haben hier viele Menschen mit geringen Einkommen und der Druck auf sie steigt. Der Druck auf sie steigt auch, weil neue Menschen in unseren Stadtteil ziehen, einkommensstarke Menschen, Mietwohnungen werden umgewandelt in Eigentum, die Mieten steigen rasant. Die kommunale Politik muss alles dafür tun, damit alle Menschen eine Perspektive haben. Wohnen ist Menschenrecht. Die Linke kämpft für ein Braunschweig, indem es in den nächsten 4 Jahren 1500 preiswerte Wohnungen mehr gibt.